Hallo bei Rocket Science, ich war letzte Woche im Berliner Aquarium unterwegs und möchte dir heute zeigen, wie ich dort dieses Bild gemacht habe und wie ich es vor allen Dingen nachher in Photoshop und Lightroom bearbeitet habe. Viel Spaß dabei! Fotografieren im Aquarium endet ganz oft in einer Materialschlacht. Die Lichtbedingungen vor Ort sind natürlich denkbar schlecht. Die Fische flitzen dazu ganz gerne hektisch in ihren Becken umher. Entsprechend kurz müssen die Verschlusszeiten gewählt werden, um überhaupt scharfe Aufnahmen zu erhalten. Bei den schlechten Lichtbedingungen hat man da eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man benutzt sehr lichtstarke Optiken, die oftmals auch entsprechend teuer sind, oder man reißt die ISO am Kamerasensor etwas hoch. Was natürlich auch nur dann geht, wenn der Sensor eine entsprechende Qualität hat, und Qualität kostet eben meistens. Die dritte Möglichkeit wäre das Blitzen, aber erstens blitze ich bei Tieren überhaupt nicht gerne und zweitens gerade im Aquarium ist das denkbar ungeschickt, weil ja eine Scheibe dazwischen ist, man entsprechend also mit dem Blitz durch die Scheibe muss, was in der Regel fast unmöglich ist, weil einfach die Reflexionen viel zu stark sind. Umso schöner ist es, dass dieses Bild eben nicht mit einer sündhaft teuren Optik entstanden ist, sondern mit dieser Linse. Das ist das Vardimax 14mm f2.8, klingt erstmal nach Lichtstärke, hat es ja auch. Der günstige Preis kommt daher, weil dies ein komplett manuelles Objektiv ist. Das heißt, ich muss Blende und Fokus komplett manuell einstellen, die Kamera hilft mir nicht dabei. Das macht es natürlich beim Fotografieren etwas schwieriger, aber das Objektiv hat ansonsten eine klasse Abbildungsleistung, dann nehme ich das gerne in Kauf, dass es komplett manuell ist. Ich nehme mal die Exif von dieser Aufnahme gleich vorweg, ISO 6400. Blende 4 bei einer 800stel Sekunde. Bei ISO 6400 zucken jetzt vielleicht einige schon wieder zusammen, aber mit modernen Kameras ist das erstens überhaupt kein Problem mehr, vor allen Dingen bei den Vollformatsensoren. Aber auch die APS-C-Sensoren oder gar die Sensoren, die in Handys verbaut sind, haben eigentlich mit diesem ISO-Wert kein wirkliches Problem mehr. Und wenn man mal ein bisschen Rauschen sieht, ist es auch nicht gleich ein Grund zu verzweifeln, muss man halt dann auch mal in Kauf nehmen. Die eigentliche Schwierigkeit war es auch gar nicht, die korrekten Einstellungen für die Belichtung vorzunehmen, sondern vielmehr überhaupt eine geeignete Komposition zu finden. Ihr müsst euch vorstellen, das war ein riesengroßes Becken, wo die Quallen alle wild durcheinander geschwommen sind und bei dem Wirrwarr war es frei Hand überhaupt nicht möglich, eine geeignete Komposition zu finden, weil man sich gar nicht auf ein einzelnes Objekt konzentrieren konnte. Was ich stattdessen gemacht habe, war, die Entfernungsskala am Objektiv fest auf 40 cm einzustellen und immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, dass dort was Interessantes vorbeigekommen ist, dann habe ich ein Bild gemacht. Als nächstes muss ich jetzt natürlich erstmal das Bild auswählen, was mir am besten gefällt, wo ich das Gefühl habe, dass dort am meisten Vielfalt drauf zu sehen ist. Und das ist jetzt genau das, was wir im nächsten Schritt in Lightroom machen. Ich habe jetzt in diesem Lightroom-Katalog hier mal alle Aufnahmen zusammengestellt, die ich von den Quallen an diesem Tag gemacht habe. Auch wenn hier schon auffällt, da hat sich offensichtlich jemand dazwischen geschummelt, der nicht wirklich dazugehört. Dann habe ich einfach mal alle diese Bilder durchgeguckt und habe versucht, das Bild zu finden, wo gleich irgendwie meine Augen dran hängen bleiben. Und ich habe dabei schon so ein bisschen darauf geachtet, dass man irgendwie auf jeden Fall stark die Details von den Quallen erkennen kann. Bei diesem Bild hier zum Beispiel, da ist nicht wirklich was zu sehen. Es ist nur ganz wenig wirklich in der schärfentiefen Ebene drin, auch wenn das natürlich trotzdem ganz schöne Formen sind. Aber hier ist mir auch viel zu viel Schwarz drauf und die hellen Stellen, die sind wirklich unscharf. Das ist also so ein Bild, was ich eher nicht so gut finde. Aber dieses hier zum Beispiel, da haben wir ein wirklich schönes Exemplar von der Qualle direkt in der schärfentiefen Ebene drin und auch gleichzeitig im Hintergrund noch so ein paar rumwabernde Quallen, das Ganze so ein bisschen spannend machen. Letztlich bin ich aber eigentlich bei diesem Bild hier hängen geblieben und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen sehen wir hier die Quallen wirklich aus mehreren Perspektiven bzw. einfach von mehreren Seiten. Wir haben also hier unten diesen einen schönen Quallenschirm, den wir wirklich von oben sehen, gleichzeitig aber auch hier die Ansicht von der Seite, hier im Hintergrund auch nochmal in klein von der Seite, auch wenn das natürlich hinten schon nicht mehr in der schärfentiefen Ebene drin ist. Aber wenn wir schon von der Schärfentiefenebene sprechen, wir sehen also wirklich hier, haben wir schöne Details, die wirklich auch scharf sind. Genauso hier drüben, das ist auch noch in der Schärfentiefenebene drin, genau wie das hier oben. Und was ich auch an diesem Bild ganz toll finde, ist diese sich wiederholende Form des Quallenschirms. Also wir sehen hier dieses typische Kreuz, was man von diesen Quallenschirmen kennt. Und das finden wir noch ganz oft an anderen Stellen im Bild wieder. Zum einen hier drüben, dann aber auch hier hinten und auch wenn das unscharf ist, diese sich wiederholende Form, die ist einfach super.
Dann haben wir hier außerdem noch eine ganz interessante Lichtsetzung, auch wenn wir das gleich bearbeiten werden, das zeige ich euch gleich, weil ich doch den Fokus lieber mehr hier so auf diesen Bereich legen möchte mit dem Licht, weil ja das Auge automatisch immer dorthin wandert, wo es am hellsten ist im Bild und gleichzeitig auch am schärfsten. Wenn man das also miteinander kombinieren kann, dann hat man eine sehr gute Lichtsetzung im Bild. Es fällt auch auf, dass wir hier noch so ein paar Reflexionen drin haben, das werden wir auch bearbeiten müssen, aber das ist schon so das Bild, was mir am besten gefällt. Wir haben hier hinten auch noch einen schönen schwarzen Hintergrund, wo aber auch schon so die Quallenformen noch mit reinwabern. Wir haben also so einen ganz tollen Verlauf von Schwarz zu Blau. Das macht sich natürlich auch farblich sehr gut. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, was mich an diesem Bild wirklich am meisten stört, sind eigentlich diese Reflexionen, die eben diesen Lichtstreifen hier hervorrufen und auch diesen hellen Lichtpunkt. Das lässt sich halt leider nicht immer ganz vermeiden, wenn man im Aquarium durch das Glas fotografiert. Auch wenn man wirklich mit dem Objektiv ganz nah an die Scheibe rangeht, dann können eben diese Reflexionen trotzdem entstehen. Die möchte ich auf jeden Fall loswerden. Das machen wir aber nicht in Lightroom, sondern in Photoshop tatsächlich. Und außerdem stören mich unheimlich diese ganz vielen kleinen Partikel, die hier im Wasser rumschwimmen, die wir alle beseitigen müssen. Das machen wir auch in Photoshop, weil es da noch einen kleinen Trick gibt. Natürlich könnte man das auch in Lightroom machen mit der Bereichsreparatur, aber jeder, der das mal versucht hat, weiß, dass Lightroom auch relativ träge wird, wenn man viele von diesen Bereichsreparaturen anwendet. Deswegen machen wir das in Photoshop. Initial möchte ich aber auf jeden Fall in Lightroom schon die erste RAW-Entwicklung machen. Und das sieht eigentlich relativ klassisch aus. Was ich eigentlich immer mache, ist zum einen die Tiefen so ein bisschen anzuheben, um noch so ein bisschen Details rauszuholen. Ihr seht hier hinten im Hintergrund zum Beispiel, da ist auch noch so eine Qualle, auch wenn die nur ganz schemenhaft zu sehen ist. Aber das macht einfach diesen Bereich hier oben noch ein bisschen spannender. Gleichzeitig nehmen wir aber jetzt die Lichter etwas runter, um hier oben in diesem Bereich ein bisschen mehr Zeichnung zu bekommen. Jetzt haben wir ein bisschen Kontrast dadurch verloren. Das können wir wieder ausgleichen, indem wir zum einen das Weiß ein bisschen hochnehmen und das Schwarz ein bisschen runter, aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen, weil sonst verschwinden hier hinten die Quallen schon wieder komplett im Hintergrund und es wäre schade, wenn wir hier diese Zeichnung dann noch verlieren. Außerdem so ein bisschen Klarheit kann auch nicht schaden. Damit verstärken wir insbesondere die Bereiche im Kontrast, die sowieso schon in der schärfen Tiefenebene drin liegen. Das heißt zum einen dieser Bereich, als auch hier oben, da können wir noch mal so ein paar Details rausarbeiten. Was ich jetzt aber auf jeden Fall mache, ist die Lichtsetzung noch zu manipulieren. Ich möchte eigentlich, dass dieser Bereich des Bildes am schärfsten und gleichzeitig auch am hellsten ist. Am schärfsten ist er definitiv. Das ist wirklich der Bereich, der perfekt in der Schärfentiefenebene drin liegt. Aber der hellste Bereich des Bildes ist definitiv hier oben. Das Auge des Betrachters wandert aber auf Bildern immer automatisch zur hellsten Stelle im Bild. Da kann man gar nichts gegen machen. Das ist einfach das natürliche Empfinden eines jeden Menschen. Es passiert einfach unabhängig davon, was man eigentlich möchte. Der nächste Punkt ist, dass das Auge des Betrachters auch immer zur schärfsten Stelle wandert. Und deswegen möchte ich gerne die schärfste und die hellste Stelle miteinander kombinieren. Was ich dafür mache, ist zum einen hier oben das ein wenig abzudunkeln und zum anderen diese Stelle hier ein wenig aufzuhellen im Bild. Das hier oben abzudunkeln geht am einfachsten mit so einem Verlaufsfilter, also einem Gradienten, wo wir die Belichtung ein wenig runternehmen werden. Ungefähr so eine Blendenstufe, kommt jetzt nicht genau drauf an. Und ziehen den einfach hier so rein. Damit haben wir auf jeden Fall hier oben das Licht ein wenig gedimmt sozusagen. Und gleichzeitig nehmen wir uns jetzt einen Pinsel und machen da das Gegenteil, erhöhen das ungefähr um eine Blendenstufe. Die Größe passt so und setzen hier einen Lichtpunkt ins Bild rein. Damit haben wir jetzt komplett die Lichtsetzung im Bild manipuliert. Am meisten dazu beigetragen hat definitiv dieser Gradient. Wenn wir das nochmal ein- und ausschalten, dann seht ihr das auch. Ja, das Auge wird sofort da oben hingezogen in diese Ecke, wenn ich den ausschalte. Und wenn ich den einschalte, dann ist das alles so ein bisschen ruhiger, gediegener, sage ich mal. Und wir haben wirklich hier unser Highlight im Bild. Das ist mir vielleicht ein bisschen zu hell, sehe ich gerade. Vielleicht übertreiben wir es nicht ganz so mit der Belichtung und nehmen das wieder so ein bisschen runter. Ja, so eine Dreiviertel bis halbe Blendenstufe wird es tun, denke ich. Ja, ein bisschen mehr können wir vielleicht. So, aber das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Das ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Und als nächstes kümmern wir uns jetzt um diese Schwebteilchen und auch um die Reflexionen. Und das machen wir aber, wie gesagt, in Photoshop.
In Photoshop möchte ich mich jetzt als erstes um diese beiden Reflexionen kümmern. Das mache ich aber nicht genau auf der Hintergrundebene, sondern auf einer eigenen Ebene, denn ich bin großer Freund davon, non-destruktiv zu arbeiten. Das bedeutet, das Originalbildmaterial wird nicht angefasst, sondern alle Änderungen, die man macht in Photoshop, werden auf eigenen Ebenen durchgeführt. Am einfachsten kann man solche Dinge entfernen, indem man das Bereichsreparaturpinselwerkzeug benutzt. Erreicht ihr auch über den Shortcut J. Wenn ihr damit einfach über diese Stellen drüber malt und hier oben inhaltsbasiert aktiviert ist, dann wird Photoshop versuchen, diese Bereiche, die ihr mit dem Pinsel übermalt, entsprechend der Umgebung korrekt zu befüllen. Das heißt, wir sehen jetzt hoffentlich hier gleich ein brauchbares Ergebnis. Ja, wir haben jetzt hier noch so ein paar kleine Streifen, da kann man vielleicht auch nochmal drüber gehen. So, mal gucken, ob es nicht vielleicht schon zu viel war. Nö, das sieht eigentlich wunderbar aus. Niemand wird sagen können, ob das nicht vielleicht sogar original so aussah. Das heißt, jemand, der nicht weiß, dass hier diese Reflexionen zu sehen waren vorher, der wird hinterher auch nicht sagen können, na, das sieht jetzt doch ein bisschen komisch aus hier mit diesem kleinen Lichtrand noch. Der wird jetzt nicht sagen können, oh, da ist aber auf jeden Fall manipuliert worden an dem Bild. Auf die gleiche Art könnten wir jetzt diese ganzen Schwebteilchen auch loswerden im Wasser. Das ist dann aber doch ein bisschen müßig und mühsam vor allen Dingen, weil wir ja jedes einzelne davon anklicken müssten. Dafür gibt es eine bessere Methode, die ich euch jetzt zeige. Zunächst mal rendern wir diese beiden Ebenen jetzt zusammen auf eine neue. Dafür gibt es das Tastenkürzel STRG ALT SHIFT und E. Jetzt haben wir also alle Änderungen inklusive unserer Reparaturen hier unten an dem Quallenschirm auf einer neuen Ebene. Und was wir jetzt brauchen, ist ein Filter, der uns möglichst diesen Staub hier entfernt. Und Photoshop hat zufällig so einen Filter, er hat es hier oben schon ausgewählt, Staub und Kratzer. Diesen findet ihr bei den Rauschfiltern. Ihr werdet jetzt aber gleich sehen, wenn die Vorschau gerendert wird, dass dieser Filter einen großen Nachteil hat. Und zwar entfernt er zwar wunderbar unsere ganzen Staubteilchen mit diesen Einstellungen hier, allerdings verlieren wir auch unheimlich viel an Zeichnungen in den Bereichen, die eigentlich eben noch wunderschön scharf gestellt waren. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen könnte man jetzt zum einen den Schwellenwert hier etwas hochstellen, dann würde die Zeichnung zurückkommen, aber ihr seht gleichzeitig auch ganz viele von diesen Partikeln wieder und die wollen wir eigentlich gerade loswerden. Deswegen machen wir das anders, wir stellen den Schwellenwert wieder runter. Ich glaube, ich hatte das eben so ungefähr bei den 10 Stufen eingestellt. Stellen fest, jawohl, Staub ist weg, Zeichnung leider auch, bestätigen das aber erstmal. Jetzt rendert Photoshop tatsächlich diesen Filter auf unsere Ebene. Und die Zeichnung holen wir jetzt zurück, indem wir eine Ebenenmaske benutzen, uns einen Pinsel schnappen mit 100% Deckkraft, schwarzer Farbe, Größe ist so auch okay und malen jetzt über die Bereiche drüber, die wir wieder scharf haben wollen. Ihr seht, damit holen wir auch an diesen Stellen natürlich wieder die ganzen Störpartikel zurück. Das macht aber nichts, weil wir die gleich von Hand entfernen müssen oder werden. Natürlich ist es dann wieder ein bisschen Arbeit, aber es ist kein Vergleich zu der Arbeit, die wir gehabt hätten, wenn wir wirklich jedes einzelne von diesen Körnchen von Hand mit dem Bereichsreparaturpinsel entfernt hätten. Ich male jetzt also hier über alle Stellen drüber, die ich eigentlich eben noch als scharf gesehen habe. Das war auf jeden Fall auch hier ordentlich was. Ihr seht, da kommt in den Quallenschirmen richtig was zurück. Mal hier unten so ein bisschen drüber, da ist nicht mehr so viel. Aber auf jeden Fall an dieser Stelle war noch ordentlich was zu sehen. Genau, und vor allen Dingen hier auf diesem Quallenschirm. Jawohl. So, da male ich jetzt überall mal schnell drüber. So, schon gar nicht so schlecht. Hier nochmal sicherstellen, dass ich alles erwischt habe. Ihr seht, ich male wirklich nur an den Stellen drüber, wo ich mich erinnere, dass sie eben auch noch scharf waren. Es macht jetzt keinen Sinn, hier hinten drüber zu malen. Die Qualle war sowieso unscharf, die ist jetzt vielleicht noch ein bisschen unschärfer geworden. Das macht aber nichts. Verstärkt eher dann noch den Kontrast zwischen Schärfe und Unschärfe, zwischen den Bereichen hier vorne und den Bereichen hier hinten. Es reicht, wenn man die Quallen noch so schemenhaft erkennen kann. Das ist vollkommen genügend. Wichtig ist, dass die Teile, die wirklich eben im Bild scharf waren, auch jetzt wieder scharf dargestellt werden.
Und ich glaube, wir haben jetzt eigentlich alle erwischt. Ich bin jetzt schon, ich glaube, an den meisten wichtigen Stellen doppelt drüber gefahren. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch irgendwas ausgelassen haben. Ja, das passt ganz gut. Jetzt lege ich wieder eine neue Ebene an, schnappe mir wieder mein Bereichsreparaturpinselwerkzeug und muss jetzt eben an allen Stellen, wo jetzt doch wieder diese kleinen Flöckchen zurückgekommen sind, diese kleinen Partikel, hinklicken, damit Photoshop mir diese wieder rausnimmt. Damit möchte ich euch jetzt aber nicht 10 Minuten oder wie lange das jetzt dauern wird belästigen, sondern ich beschleunige das Video jetzt an dieser Stelle und wir sehen gleich weiter, was ich dann als nächstes mit dem Bild mache. So, ich fasse jetzt gerade mal diese Elemente, die wir jetzt eigentlich neu ins Bild eingebracht haben, beziehungsweise diese Korrekturen, die wir gemacht haben, fasse ich mal in einer Gruppe zusammen, damit ihr mal das vorher nachher seht. Und es fällt natürlich sofort auf, dass das Bild jetzt viel mehr Ruhe ausstrahlt. Zum einen, weil diese Reflexionen hier weg sind und damit diese merkwürdige Grün-Gelb-Färbung weg ist. Zum anderen, weil natürlich diese Störpartikel weg sind. Das Ganze wirkt jetzt einfach viel ruhiger und harmonischer. Als nächstes werden wir jetzt noch ein wenig lokal an den Kontrasten schrauben mit ein bisschen Dodge and Burn. Dodge and Burn verwende ich dann noch ganz gerne, um so ein bisschen die lokalen Kontraste nochmal zu verstärken. Der Klarheitsregler hat das eben in Lightroom schon mal ganz gut vorbereitet, aber ich möchte dann immer noch diese hellen Stellen noch ein bisschen verstärken, beziehungsweise einfach so ein bisschen Kontrast rausarbeiten, indem ich hier diese dunklen Strukturen noch ein bisschen abdunkle und eben diese hellen Streifen nochmal ein bisschen hervorhebe zum Beispiel. Das mache ich ganz einfach, indem ich eine neue Ebene in diese Gruppe mit einfüge und lasse die einmal füllen mit 50% Grau. Dann stellen wir diese Ebene auf den Modus weiches Licht und die wird dann quasi sofort wieder unsichtbar. Jetzt können wir aber wunderbar mit den beiden Werkzeugen, jetzt muss ich erstmal finden, wo sind sie hin? Genau, hier unten den Nachbelichter und den Abwedler entsprechend Stellen lokal aufhellen bzw. abdunkeln. Wenn wir jetzt also ein bisschen näher ranzoomen, in dieses Bild und schnappen uns zum Beispiel diese Bereiche hier, dann kann ich jetzt mit dem, ihr seht, ich male jetzt einfach hier ein bisschen drin rum, dann kann ich mit dem Abwedler dafür sorgen, dass so einzelne Bereiche etwas aufgehellt werden. Das mache ich jetzt natürlich einmal rückgängig und male jetzt nur über die Stellen drüber, wo wirklich so helle Bereiche zu sehen sind. Ihr seht, das sieht erstmal komisch aus, weil das Auge eben nicht daran gewöhnt ist, dass diese Bereiche eben auch hell waren. Aber das muss man einfach ignorieren für den Moment. Und wir malen jetzt einfach so ein bisschen über diese hellen Bereiche drüber, die auch schon hell waren vorher, und machen die jetzt einfach noch so ein bisschen heller. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen Arbeit. Ich denke, das Prinzip ist klar geworden. Das Ergebnis sieht man natürlich erst, wenn man damit ein wenig gearbeitet hat und das auch konsequent so ein bisschen überall angewendet hat. Ich beschleunige das Video jetzt wieder ein wenig und zeige euch gleich den Vorher-Nachher-Unterschied, wenn ich damit fertig bin. So, wenn wir uns jetzt an dieser Stelle einfach mal kurz alleine das Vorher-Nachher angucken, dann seht ihr, wir haben dafür, also mit dieser Technik, einfach noch so ein bisschen Punch reingebracht an manchen Stellen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und auch hier wieder jemand, der das nicht weiß, wie es vorher aussah, der wird jetzt an dieser Stelle nicht merken, dass sich irgendwas an dem Bild getan hat. Man könnte das eigentlich ein bisschen sauberer machen. Das war jetzt ein bisschen grob. Man muss vielleicht auch nicht unbedingt mit den 95 bzw. 100%, steht nur auf 95% aus irgendeinem Grund, einarbeiten. Dann wird es vielleicht ein bisschen dezenter. Man könnte vielleicht aber auch einfach die Deckkraft noch ein bisschen runtersetzen, dann ist es auch wieder ein bisschen dezenter. Ja, das ist schon wesentlich besser.
Auf diese Art kann man jetzt aber einfach wunderbar noch so ein bisschen Punch einarbeiten. Und genau das Gleiche geht eben auch umgekehrt. Wenn wir eben nicht den Abbilder benutzen, sondern den Nachbelichter, dann können wir so dunklere Stellen auch noch ein bisschen dunkler machen. Und das werde ich jetzt noch auf das gesamte Bild anwenden, zumindest in den Teilen, wo mir das wichtig erscheint. Und zeige euch dann auch dort hinterher mein fertiges Ergebnis. Bis gleich! So, an dieser Stelle würde ich es jetzt mal mit dem Dodge and Burn auch belassen. Ihr seht, die Änderungen sind eigentlich sehr subtil, aber gerade hier vorne bei der großen Qualle haben wir dadurch doch noch so ein bisschen lokalen Kontrast rausgeholt. Wenn ich hier gerade so an diese Strukturen im Schirm denke, da ist dann doch noch so ein bisschen Punch reingekommen. Auch hier drüben sieht man das ganz gut. Das gibt einfach so den letzten Kick in diesem Bild. Und dabei würde ich es jetzt auch erstmal belassen. Speichere jetzt das Bild, hole es zurück nach Lightroom und dort machen wir dann die finalen Anpassungen, insbesondere was die Farbe angeht. Was mir jetzt in Lightroom direkt auffällt, ist, dass ich eigentlich diesen Bereich hier oben immer noch zu hell finde. Ich wende deswegen einfach nochmal so einen Gradienten an, ja, so ungefähr 0,8 Blendenstufen weniger. Und dann hoffe ich doch, dass wir jetzt wirklich das Auge des Betrachters eher auf diesen Teil lenken. Vielleicht können wir das noch ein bisschen krasser machen. Gehen wir doch ein bisschen höher noch. So. Ja, das gefällt mir jetzt deutlich besser. Ich möchte wirklich, dass hier die hellste Stelle ist, damit auch hier wirklich das Auge des Betrachters landet, weil hier auch die schärfste Stelle im Bild ist. Das gefällt mir jetzt viel, viel besser. Außerdem möchte ich, dass das Bild noch ein wenig blauer wirkt. Da wir sowieso nur dunkle und helle Blautöne im Bild drin haben, kann man das eigentlich wunderbar über die Farbtemperatur steuern. Wir ziehen das einfach so ein bisschen ins Kühlere und ihr seht, das Ganze wird deutlich blauer. Ich übertreibe das aber natürlich so jetzt mal nicht. Also ein Wert von minus 10 bis minus 15 oder so, das sollte eigentlich völlig ausreichen. Wir können nochmal versuchen, ob wir an der Klarheit noch ein bisschen drehen können, um so ein bisschen lokalen Kontrast noch reinzubekommen. Wir müssen aber aufpassen, ihr wisst, das Bild ist ISO 6400. Das heißt, wir haben natürlich mit ein bisschen Rauschen zu kämpfen und ich fürchte, dass wir gerade hier unten, ja, man sieht es schon, hier rauscht es dann doch ein bisschen. In dieser Ansicht fällt das nicht so auf. Hier jetzt aber schon, und wenn man jetzt die Klarheit weiter aufreißen würde, dann würde man natürlich dieses Rauschen viel, viel stärker sehen. Deswegen ist das wirklich das Limit, was man machen kann. Ich reiße jetzt mal nicht weiter an den Reglern, sondern versuche da ein bisschen gegenzusteuern mit der Rauschreduzierung. So ein Wert von 40 reißt hoffentlich schon ein bisschen was raus. Ihr seht, es wird schon wieder so ein bisschen glatter alles. Um jetzt aber wieder dagegen zu steuern, müssen wir das Ganze auch wieder nachschärfen. Ich mache das meistens mit so einem Wert um 75 bis 80 und maskiere das dann aber ordentlich. Mit der Alt-Taste könnt ihr sehen, wo tatsächlich der Schärfefilter angewendet wird, nämlich nur an den Stellen, die jetzt weiß sind im Bild. Und das möchte ich tatsächlich auch so haben, damit wirklich nur die Strukturen nochmal nachgeschärft werden, die sowieso auch scharf sind. Wenn man das runterzieht, dann seht ihr, dann würde er auch das Rauschen verstärken, beziehungsweise versuchen, das Rauschen scharf zu stellen, was dann darin resultiert, dass das Rauschen noch viel stärker hervortritt. Und deswegen wenden wir eine ordentliche Maske an, so mit einem Wert um die 80, ist vielleicht ein bisschen viel, so 70 bis 75, müsste eigentlich ganz gut sein. Versuchen wir es mal mit den 73, okay, von mir aus. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt können wir noch gucken in den Farben beim Aquamarin, also beim Blau, wenn wir da die Luminanz noch ein bisschen erhöhen, ob das nochmal so ein bisschen Leuchtkraft reinbringt. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich glaube, ich möchte gar nicht weiter an den Reglern spielen, weil das, was ich jetzt gerade sehe, ist eigentlich genau das, was ich mir vorgestellt habe. Wir haben hier die hellste Stelle und die schärfste Stelle. Wir haben ein ruhiges Bild, was aber trotzdem vielfältig ist in den Formen. Wir haben Formwiederholungen drin. Wir haben Vielfalt drin bei den Quallen, weil wir sie von allen Seiten sehen.
Das ist eigentlich genau das Bild, wie ich es mir vorgestellt habe, als ich initial das Ausgangsbild gesehen habe. Nochmal zum Vergleich. Das haben wir draus gemacht. Und so sah es vorher aus. Mit den Reflexionen, mit den Störteilchen, mit der noch nicht geänderten Lichtsetzung. Ich glaube, das hat sich schon gelohnt, auch wenn es ein bisschen Aufwand war, diese ganzen Partikel zu entfernen, aber es ist ein schönes Bild geworden. Wenn dir dieses Video gefallen hat von uns, dann besuch uns doch auf unserem Kanal bei YouTube. Abonnier den am besten auch gleich, damit du kein Video mehr von uns verpasst. Du kannst uns auch gerne auf Facebook besuchen. Lass uns Kommentare da, sag uns, was wir besser machen können. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du auch das nächste Mal bei Rocket Science wieder dabei bist. Bis dahin.